Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marc und ich habe heute mal wieder einiges an Gadgets im Gepäck. Gewohnt, wahllos, aus allen Bereichen zusammengewürfelt, was mir ebenso alles in die Finger kommt. Sind auf jeden Fall ein paar coole Sachen dabei, bleibt auf jeden Fall dran. Wir starten mit einer ziemlich coolen Deko-Idee und die kommt von X-Reart. Man nehme einen Bilderrahmen und zerlege zum Beispiel das erste iPhone in seine Einzelteile. Die klebt man jetzt auf und beschriftet sie dementsprechend und schon hat man ein Wandbild, das die Blicke auf sich zieht. Bei X-Reart könnt ihr das schon als fertiges Wandbild kaufen. Dabei stehen neben diversen Apple-Produkten aber auch andere coole Sachen wie zum Beispiel Gameboys zur Verfügung. Wenn ihr mehr Bock drauf habt, die Technik selbst auseinanderzubauen und dann die einzelne Teile im Bild zu verkleben, es gibt auch DIY-Sets. Ganz billig ist das alles nicht, wie eigentlich immer, wenn eine Firma eine geniale Idee verkauft. Für das erste iPhone müsst ihr im fertigen Bild rund 350 Euro anlegen und bei der hier gezeigten Apple Watch 1 liegt ihr auch noch immer bei 250 Euro. Viel Kohle also, aber auch eine absolut geniale Wanddeko für jeden Technikbegeisterten. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Das nächste Gadget ist deutlich kleiner, aber von der Idee dahinter ähnlich genial. Eine Bauhöhe von gerade mal 8 mm, ein hochwertiger Aluminium-Body und MagSafe-kompatibel. Na, was könnte das wohl sein? Nein, es ist keine Akkuerweiterung, sondern ein Hi-Res-Kopfhörerverstärker und DA-Wandler für Smartphones. Wie ihr seht, passt es perfekt ans iPhone 13 Pro, ist mit knapp 74 Gramm auch recht leicht und trägt relativ wenig auf. Trotz der offiziellen Apple-Zertifizierung richtet sich das Teil aber nicht nur an Apple-User, sondern funktioniert auch mit Android. Die Verbindung zwischen dem Smartphone und dem Cardas T, also heißt das kleine Teil offiziell, wird entweder per kurzen Kabel hergestellt oder auch komplett kabellos per Bluetooth. Das Teil unterstützt dabei neben SBC, AAC und LDAC auch APTX, APTX LL und APTX HD. Damit ist je nach Smartphone eine Signalübertragung bis hin zu 24-Bit und 48 kHz bzw. 24-Bit und 96 kHz möglich. Das Herzstück der Signalverarbeitung ist ein DA-Wandler, der Signale in linear PCM mit bis zu 32-Bit und 384 kHz verarbeitet, zudem auch nativ DSD unterstützt und zwar bis hin zu DSD 256. Damit der Akku des Smartphones nicht zusätzlich belastet wird und eben auch eine komplett kabellose Verbindung möglich ist, verfügt der TEA über einen eingebauten Akku mit 1160 mAh. Damit sollen rund 8 Stunden Musik möglich sein. Eine coole Möglichkeit, mehr Klang auch unterwegs am Start zu haben. Preis 220 Euro und den Link gibt es in der Videobeschreibung. Das nächste Gadget kommt von der Firma Ugreen und sorgt für ordentlich Power und das bei verbesserter Effizienz und kompakten Maßen. Genauer gesagt stehen hier 200 Watt Leistung zur Verfügung, aufgeteilt auf 4 USB-C Ports und 2 USB-A Ports. Zwei der 4 USB-C Anschlüsse unterstützen je 100 Watt, werden mehr Geräte angeschlossen, wird die Leistung automatisch aufgeteilt. Wie genau das passiert, blende ich euch mal hier ein, pausiert also, wenn euch das näher interessiert. Mit dem Ladegerät könnt ihr also all eure Geräte aufladen. Sei es das MacBook Pro, das bis zu 96 Watt unterstützt, das iPad, iPhone, eure Apple Watch, die AirPods und natürlich auch andere Geräte abseits des Apple-Kosmos. Das Netzteil wird bei Gebrauch warm. Je mehr Power benötigt wird, desto wärmer wird es dann auch. Wer viele Geräte gleichzeitig laden will und dementsprechend Power benötigt, bekommt hier ein echt gutes Paket von Ugreen abgeliefert. Das lassen sie sich aber auch fürstlich bezahlen. 1 Euro pro Watt kostet das Teil und kommt somit auf stattliche 200 Euro. Link in der Videobeschreibung. Beim nächsten Gadget wird es deutlich bunter, denn Govee ist jetzt als nächstes am Start. Mit den neuen Glide 3D Hexalights wurde das aktuelle Lineup vor kurzem erweitert. Statt klassischer Panels in einer Farbe gibt es bei Govee nun, wie der Zusatz 3D schon verrät, einen dreidimensionalen Effekt. 10 Panels sind im Lieferumfang dabei. Die Stromversorgung aus dem Set unterstützt aber bis zu 25 Panels. Man kann also noch ordentlich erweitern und tolle Farbeffekte im Raum verwirklichen. An der Wand werden die Panels mit Klebestreifen montiert. Dafür sollte die Wand recht glatt sein, aber der Kleber hat auch gut Power und lässt sich ähnlich wie Tesa Poster Strips wieder recht gut entfernen.
Per App werden nun enorm viele Optionen angeboten, um die Lichtstimmung anzupassen. Szenen, Farben oder eigene Muster, alles ist möglich. Auch im Takt der Musik könnt ihr die Farben spielen lassen. Durch den 3D-Würfeleffekt werden deutlich mehr Kombinationen möglich als mit den normalen Hexa-Glide-Panels. Das sieht schon echt nice aus und kann auch echt hell werden. Die Einbindung in Smart Home ist mit Alexa und Google Home ebenfalls kein Problem. Die Kabelführung hinter den Panels führt durch kleine Abstandshalter, die dem 3D-Effekt auch noch zusätzlich mehr Tiefe verleihen. Keine Frage, das ist eine klasse Erweiterung für jedes Gaming-Zimmer. Mit 249 € sind aber auch diese Teile nicht gerade billig und damit zieht Guvi nun auch preislich Nanoleaf und Co. gleich. Links findet ihr in der Videobeschreibung. Richtig nerdig wird es jetzt wieder mal mit Hasbro und dem Boba Fett-Helm aus der Star Wars Black Series. Der macht sich nicht nur als Eyecatcher gut im Dekoregal, sondern kann auch als Cosplay im Schlafzimmer genutzt werden. Auch größere Köpfe passen ohne Probleme in den Helm. Es gibt auch eine beleuchtete Zielerfassung, die runtergeklappt werden kann. Das T-Visor ist schön dunkel, sodass man das Gesicht nicht von außen erkennen kann. Ich freue mich schon auf die ersten Blitzerfotos von Boba Fett. Spaß, lass das sein. Für Sammler oder Star Wars Fans ein absolutes Muss im Regal, mit schönen Details und sehr nah am Original. Investieren müsst ihr rund 150 €, das bekommt ihr ja aber als Kopfgeldjäger dann schnell wieder rein. Den Link zur Kopfgeldjäger-Lizenz findet ihr in der Videobeschreibung. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ich bin ein Nerf-Fan. Ich liebe Nerf-Fights und hasse wie jeder das Aufsammeln der Darts danach. Egal, daran denkt man ja erst hinterher. Erstmal gibt es die volle Packung. Der neue Nerf Ultra Speed ist der am schnellsten feuernde Nerf-Blaster und haut 7 Darts pro Sekunde raus. Damit leert ihr das 12-Schuss-Magazin in nicht mal 2 Sekunden. Zum Glück gibt es aber gleich ein zweites Magazin zur Reserve und damit kommt man dann immerhin auf 4 Sekunden. Spaß, länger als mancher im Schlafzimmer. Bevor wir allerdings den ersten Dart abfeuern können, muss man den Blaster erstmal mit 6 C-Batterien füttern. Dann kann man mit der Beschleunigungstaste den Motor hochpowern lassen und bei Bedarf den Abzug betätigen. Andere Nerf-Darts passen hier übrigens nicht rein. Das Teil funktioniert nur mit den Ultra-Darts und davon gibt es 24 Stück im Lieferumfang. Weitere 20 Stück kosten roundabout 10 € als Original. Ich sag mal so, im neuen Studio wird es nächstes Jahr mit Sicherheit den ein oder anderen Nerf-Fight geben. Bis dahin trainiere ich hier weiter. Das war's, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, euch hat meine kleine Auswahl gefallen und es war was Cooles für euch dabei. Schreibt mir gerne mal Gadgets in die Kommis, die ich mir eurer Meinung nach unbedingt mal anschauen muss. In diesem Sinne, ich empfehle mich. Adios!